Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die Version KiCad 6. So, hier noch ein kurzer Nachtrag, wie ihr auch eine hierarchische Struktur erstellen könnt. Dazu starten wir mal unser KiCad, sagen hier, wir machen ein neues Projekt, gehen in unseren Projektordner. Ich nenne es jetzt mal hier Hierarchie 1, halt, nicht mit Ausrufezeichen, so. Dann hier rein, dann haben wir jetzt hier unseren Hierarchie 1 Ordner. Hier liegt auch unsere Masterdateien drin. Und wir gehen einfach her, sagen neues Projekt. Jetzt hier im Hierarchie, also nicht im Projektordner, sondern hier in unserem Hierarchieordner. Das nennen wir jetzt Endstufe. Und wir machen noch ein neues Projekt, allerdings jetzt nicht in Endstufe, sondern in Hierarchie. Wir sehen hier, haben wir jetzt unsere Endstufe, das nennen wir jetzt hier nochmal Power Supply. Auch hier nochmal unsere erstellt. So, ich minimiere mal, wir schauen mal hier rein. Wir haben jetzt hier überall unsere Ordner und auch schon die Projektdateien entsprechend angelegt. Und wenn ich jetzt wieder KiCad starte, muss ich jetzt öffnen mein oberstes, mein Hierarchie 1 Projekt. Gehe ich hier drauf, bin ich also hier drin. Wir sehen auch, wir haben hier schon unsere einzelnen Unterprojekte mit drin. Und ich öffne jetzt hier meinen hierarchischen Schaltplan. Sage, ich möchte hier ein hierarchisches Schaltplanblatt hinzufügen. Ziehe mein Fenster auf, nenne das jetzt hier Power Supply und wechsle hier unten ins Sheet-File hinein und gehe jetzt hier auf Öffnen. Also das, was ich vorhin mit Öffnen nicht konnte, gehe hier rein und verlinke jetzt hier auf diese Datei. Dann funktioniert das auch. Jetzt kann ich hier natürlich ebenfalls wieder eine Rahmenfarbe vergeben. Meinethalben machen wir hier mal ein schönes Cyan, dass man hier vielleicht auch schon farblich ein bisschen uns absetzen, und wir wollen das verknüpfen, wir bestätigen das, wir wollen auch einen relativen Pfad dazu angeben. Das Ganze wiederholen wir nochmal, gehen wir jetzt hier nochmal hinein und sagen jetzt hier also Endstufe, wechseln hier nach unten, öffnen unsere Struktur, Endstufe, Endstufe, öffnen, und da können wir jetzt hier auch noch mal, was weiß ich, 0,5, dass es sich ein bisschen anders abhebt, kann man das durchaus mal tun. Ich empfehle das auch, mit Farben zu arbeiten, und wir sagen dann hier wieder okay, wir wollen einen relativen Pfad verwenden. Das ist ganz gut, relative Pfade zu verwenden, falls man das mal in seiner Ordnerstruktur oder in seinem Netzlaufwerk woanders hin kopiert. Deswegen empfiehlt sich das hier, einen relativen Pfad zu nutzen und nicht absolut, sonst müsste man die dann wieder anpassen. Und wir wollen das natürlich verknüpfen. Yes. Und jetzt kann ich hier auch in meinen Schaltplan hineinwechseln. Hier haben wir jetzt also unsere Endstufe. Aufpassen, wenn ich jetzt hier draufklicke, schauen wir mal, was er jetzt aufmacht. Welches Teil? Wir sehen, wenn ich jetzt also hier aus meinem Projekt Hierarchie 1 auf die Leiterplatte klicke, kommt hier Leiterplatte Hierarchie 1, da werden die Bauteile würden jetzt hier importiert werden, und dann muss ich dann also wieder so vorgehen, wie ich das bereits erwähnte. Das heißt, ich wechsle hier in meiner Struktur jetzt auf das Endstufenprojekt, sage, hier habe ich dann ja wieder den Schaltplan, den ich vorher gezeichnet habe. Wenn ich jetzt hier mal die Leiterplatte öffne, kommt auch keine Fehlermeldung mehr, weil die ja schon existiert, und wir sehen jetzt hier, sind wir in der Endstufe oder in der Leiterplatte Endstufe, hier oben am Dateinamen, hier oben links in der Ecke über Datei, über dem Dateimenü zu sehen. Und damit habe ich auch einen schnellen Weg, wie ich mir hier so eine hierarchische Struktur erstellen kann mit einzelnen Teilplatinen. So, viel Spaß mit KiCad. Tschüss.